Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Seko-Modellvorstellung. Heute geht es um etwas wahrscheinlich immer ganz Neues, schon etwas älteres Fahrzeugchen, Gerät, whatever. Ja, noch dazu, ich habe schon ein paar Sachen jetzt gesagt. Das ist wieder eins der 8 Folgen, die ich an dem einen Tag am Ostermontag aufnehme. Sprich, die kommen jetzt über die 4 Wochen, habe ich schon in den letzten 4 Videos erwähnt. Wenn ihr noch was macht, zwischendurch noch Ankündigung, guckt euch hauptsächlich 11 und 12, da sage ich die meisten Sachen. Und 14 habe ich nur noch angekündigt, dass wahrscheinlich auch irgendwie jetzt in der Zeit schon Gaming kam. Das werdet ihr aber, wenn, dann vielleicht auch schon gesehen haben. Nur nochmal so als Hinweis. Und ich denke, jetzt fangen wir auch an. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr die Nummer dazu. Hatte ich auch schon erwähnt im ersten, im Part 11, warum die nicht da sind. Halt, das waren halt mal für Sammelaktionen und deswegen sind die nicht dabei. So, ja, dann brauche ich die auch eigentlich nicht mehr so. Und der ist auch schon halt ein bisschen älter sozusagen. Aber ich finde den auch echt ganz gut. Es gab ja schon mal solche, es gibt ja mehrere solche. Auch mit dem, das hier ein Volvo. Den gab es mit gelb und grün Kipper, Last, irgendwie sowas, Anhänger. Gibt es ja noch verschiedene. Wollen wir das jetzt mal abmachen, ne? Gucken wir uns erstmal das an. Sieht, ihr seht es nicht, aber sieht halt Volvo-like aus. Finde ich auch hier vorne mit dem Kühlergrill ziemlich detailgetreu, muss ich sagen. Lampen, ja, könnte man bestimmt noch ein bisschen besser machen. Aber das Volvo-Logo sieht, ich sehe es jetzt gar nicht so genau, aber wahrscheinlich genauer als ihr, steht auch tatsächlich Volvo drin. Super aus. Farbe, diese blaue Farbe finde ich auch mega geil. Müsste sich meinetwegen nicht unbedingt ja auch hier hinten überall sein. Und dort. Also ja, hier schon, aber. Aber hier unten, ich weiß nicht. Also so sieht es aber, so sieht es irgendwie komisch aus, dass alles blau ist. War aber wahrscheinlich zur Arbeit einfacher. Wenn ich das Ganze halt lackiere oder. Ist lackiert. Ich erkenne mich nicht aus. Es tut mir so leid. So eine Aber von der Seite sieht es halt, wie gesagt, auch eigentlich ganz gut aus. Halt nicht ganz so viele Details. Das Einzige, was du halt bei den Fahrzeugen nie hast, sind halt Spiegel. Man könnte zwar jetzt argumentieren, haha, wir haben ja Dingens. Wie heißt denn das mit dem? Es gibt ja jetzt die, machen ja alle jetzt, dass die nur noch Kameras haben. Die Innenspiegel sozusagen, also die Bildschirme da. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Ach man, Mercedes hat ja damit angefangen. Das glaube ich, hat aber schon noch wer anders auch auf jeden Fall gemacht. Weiß nicht, ob es immer ein. Ach man, ich sag wieder so viel und ich bin mir nicht sicher. So ein Bullshit schon wieder. Ja, sieht aber, hier steht auch nochmal Volvo da, wenn ihr es lesen könnt, hier oben. Dort. Und ja, konzentrieren wir uns auf den Anhänger erstmal noch. Hier halt. Diese Zahlen, wo ich nicht weiß, also hier diese meine ich gerade, wo ich nicht weiß, wofür die stehen. Ja gut, ne? Aral, ich glaube Aral kennen die meisten, Tankstelle halt. Alles super, schöne Verkleidung, wir haben auch hier, das können wir noch sozusagen ausmachen, damit wir noch tatsächlich hinstellen können. Wir haben hier 3 Achsen, die sich tatsächlich so ein bisschen anders. Die mittlere ist ziemlich fest und die anderen bewegen sich ein bisschen mehr. Ich habe es wieder selber nur gesehen, aber ihr nicht. Sonst. Dann haben wir noch ein leicht entzündlich Symbol. Logischerweise bei, bei Diesel oder halt Benzin. Dann haben wir nochmal Aral, da haben wir Bremslichter. Und hier wahrscheinlich auch. Das ist wahrscheinlich das Gefahrgut-Dings. Ich weiß es nicht. Könnte aber sein, oder? Weiß nicht, wenn das jemand weiß, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Aber so von der Seite sieht, hier sieht es genauso aus. Hier ist halt andersrum sozusagen. Aber sieht auch gut aus, muss ich sagen. Aber halt vorne hat er gar nicht. Ja gut. Es wäre aber geil, wenn so ein Detail wie jetzt. Wenn das wirklich das Gefahrgut-Dingens ist hier hinten. Wenn ihr das da. Fokus. Wäre geil, wenn das auch vorne am LKW wäre. Aber so, das
passt auch ziemlich gut zusammen, muss ich sagen. Es matcht ganz gut, ne? Also ich finde ihn dafür, dass es jetzt halt so ein kleines Modell ist, nicht zu vergleichen mit so einem den OPS, den ich im Part 11 vorgestellt habe zum Beispiel. Aber sonst, also für das finde ich ihn super gelungen, vor allen Dingen den Volvo und den Anhänger dazu, ist schon klasse Sache, muss ich sagen. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Wir haben, ihr habt es ja vielleicht gesehen, hier so geht noch raus, der Anhänger. Und logischerweise auch wieder rein. Ja, genau. Funktioniert super, oder? Ich bin Profi. Falls ihr es noch nicht wusstet. Ja, dann würde ich mich sehr, also denke ich, wir kommen auch zum Ende. Was ich jetzt jede Folge auch gesagt habe, weil es uns halt doch sagen muss, naja, muss nicht, aber es hilft, sagen wir mal so. Lasst gerne halt Feedback da in Form eines Likes oder schreibt mir dann in den Kommentar. Kann auch Negativkritik sein oder halt Kritik im Allgemeinen. Und ja, über ein Abo würde ich mich natürlich auch mega freuen. Das klang irgendwie ironisch. Aber ja, dann denke ich, bin ich raus und tschüss.